Und ein bisschen Cobblestone irgendwo. Ja, hier ist noch was. Ja. Schnell schlafen gehen. Bevor irgendwas spawnt, habe ich keinen Bock drauf. Anderes Lied an dir, das geht mir auf den Sack. Gut, ein neuer Tag, ein neues Abenteuer. Oh, ich müsste jetzt mal den Cobblestone raushauen, der sieht ja so hässlich. Aber okay, erstmal machen wir jetzt hier, was wir machen wollten: die Wege anlegen und so. Und die Melonen pflanzen und das und das und das und das und das und noch so einiges. Fackeln haben wir hier. Jo. Das ist ein kleiner Weg, das reicht ja erstmal. Die machen wir da vorne ein bisschen größer und wir müssen mal was abtragen hier, weil es sieht auch blöd aus hier. Irgendwie. Eigentlich müsste das Feld einfach noch einen Block höher. Weißt du, weil alles ist hier auf der Ebene, auch das Haus, und hier fällt es dann halt so ab. Bumm. Das ist jetzt auch nicht so cool. Aber erstmal am besten hier das abbauen. Die zwei Ebenen. Weil die braucht wirklich kein Schwein. Ey, wir haben Diamant gefunden und ganz viel Kohle. Oh, krass. Wo kommt das her? Und eine Menge Redstone, ey. Krass. Da kann man echt eine Menge mitmachen. Müssen wir uns merken hier, diese Position. Das ist zwar ein Stück vom Haus weg. Aha. Mal gucken, wo wir am besten das zweite Gegend packen mit den Schafen. Hier sind auch noch so viele. Wir müssen alles abbauen hier. Alles abbauen. Das hier. Ja. Terraforming machen hier ein bisschen. So einen kleinen schönen Hügel bauen wir uns da noch irgendwo hin. Wo, weiß nicht, ob was raufkommt. Eine Kirche oder sowas. Oder irgendein anderes Haus. Ein unnützes anderes Haus. Ich würde euch mal immer mal so ein Riesenfeld machen. Und dann irgendwann eine Windmühle aufbauen. Und das Feld auch so ein bisschen so, halt ein bisschen anpassen. Nicht so auf einer Ebene, sondern so ein bisschen versetzt auf verschiedenen Ebenen, so ein bisschen hoch und runter. Das sieht einfach nur, das ist einfach nur zur Optik, ja. Dass es einfach mal geil aussieht. Hab ich echt Bock drauf. Echt super viel Bock. Das könnte man hinten eigentlich machen, aber genug Platz, wenn wir alles ein bisschen flach machen. Kann man langsam erstmal alles anbauen hier, alles die Ebenen machen. Überlege ich mir irgendwie ein Konzept für eine Windmühle, wie die am besten aussieht. Oh, wir haben noch was da, zum Glück. Die ganzen Steine müssen wir natürlich auch noch wegmachen hier. Da haben wir noch ein bisschen Kies. Wenn wir dann so ein riesen Feld anlegen, kann man natürlich auch gleich das mit Redstone irgendwie verkabeln. Zumindest Platz dafür schaffen. Ich meine, wir haben auch genug, ja, hier Slimeballs für Sticky Pistons. Das dürfte auch kein Problem sein, denn. Jetzt mal alles zumachen hier, das ist halt gemeingefährlich. Ich mach lieber zwei Blöcke, nicht, dass einen wegmachst und irgendwie reinfällst, das ist auch blöd. Gut, auf der Ebene erstmal alles zumachen hier. Mal gucken. Okay, der Eingang ist da vorne, da müssen wir auch ein kleines Haus machen, ein kleines Minenschacht. Irgendwie so ein Häuschen, wo halt dran steht Mine und so ein kleines. Nicht einfach so ein Loch drin haben, sieht auch blöd aus. Sollte schon irgendwie so, so ein Dorfcharakter bekommen hier, alles. Und je mehr Häuser draufstehen, desto mehr sieht es auch nach Dorf aus. Ah, das ist eine Menge Sand hier, eine Menge Dreck. Und die Gehege habe ich jetzt auch vorgenommen, nicht immer so viereckig zu machen wie das andere, wie das letzte, sondern auch so ein bisschen. Ja, ein bisschen realistischer. Jetzt nicht so viereckig genau. Damit das ein bisschen super mega geil aussieht.
Super mega geil. Hammer geil. Was ist hier los? Und der Dreck reicht sogar gar nicht. Aber haben wir noch ein bisschen was abzutragen hier auf jeden Fall. Bloß sind die Schippen auch bald kaputt. Aber wir haben auch noch so viel Dreck halt in den Kisten drin. Das kann man auch benutzen dafür. Dafür ist ja gedacht. Ist ja zum Bauen gedacht. Mal einsammeln hier. Naja, das ist schon. Das wird langsam hier alles. Wenn man sich auf der Karte oben anguckt, was da jetzt alles ist. Ne? Schon ganz ordentlich. Da ist die nächste Schippe kaputt. Da haben wir noch eine. Oh, da liegt auch noch was rum. Das ganze Gras muss auch rausgerissen werden. Da haben wir noch ein paar Seeds bekommen. Da möchte ich mal kurz ausprobieren, ob man Gras eigentlich auch mit Wasser wegmachen kann. Ob man jetzt einfach Wasser einmal ausschütten kann und dann ist alles weg. Ob das geht. Jetzt einfach mal hier Wasser hin. Wunderbar. Ja, klar, man soll es auch nicht gehen. Ich meine, so funktioniert ja auch die Aberntemaschine mit Wasser. Es geht jetzt schneller, als jetzt immer hier Gras für Gras rauszuruppen. Jo. Füllen wir das dann auf hier und dann. Sind wir schon mal einen großen Schritt weiter. Haben wir schon mal eine ebene Fläche hier und da kann man langsam mal irgendwas hinbauen, was groß ist. Wie gesagt, ein Feld wäre ganz cool. Aber wenn du aus dem Fenster rausguckst und dann halt diese Windmühle siehst, dann im Sonnenuntergang oder dieses Feld, was dann halt da blüht, das sieht einfach cool aus. Ich würde es auch wirklich echt groß machen, richtig schön groß. Aber wie gesagt, auch ein bisschen auf verschiedenen Ebenen, also nicht alles flach. Ich kurz erstmal ein bisschen Dreck und leg mal ein paar Sachen ab oder mach erstmal die Wege hier irgendwie oder. Ah, ich kann so vieles machen. Ich kann so vieles machen und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Kartoffeln sind wir fertig hier. Es ging aber schnell jetzt hier. Ganz schön schnell gewachsen. Bisschen Dschungelmusik. Ups, nein, nicht essen. Noch nicht rohe Kartoffeln. Jawohl, damals schon mal. Und jetzt machen wir noch eins. Oder ist es schon vier? Ne, ist gerade mal. Doch, ist schon vier lang, vier breit. Das Gras hier muss ich eigentlich erstmal rausruppen. Hier kann ich jetzt kein Wasser einsetzen, sonst ist unser Feld auch kaputt. Und das muss doch nicht sein. Wir müssen am besten machen. Stone Bricks. Wie sieht das aus, wenn wir jetzt einfach mal die Stone Bricks hier reinpacken und dann halt den Weg. Also ist hier nochmal Stone Bricks so. Oder wie breit wird denn der Weg? Wird er nur 3 breit? Wird er 4 breit? Wie wäre das so? Nehmen wir nur eins breiter auf jeden Fall. Machen wir einfach 4 breit dann. Das heißt, der kommt hier hin. Der hier und dann geht's weiter. So, ich kann ganz spinnen hier. Ach ja, das ist ja die Höhle und sonst ist auch blöd. Die müssen wir vielleicht echt mal ausleuchten oder irgendwie zumachen, dass er wirklich was bauen kann, weil die Geräusche, die will ich jetzt eigentlich nicht hier haben. Wir haben auch ein bisschen wenig Kies insgesamt für die ganzen Wege. Das wird bei weitem nicht reichen. Kurz mal ein bisschen Dreck. Vielleicht muss ich ein bisschen was auffüllen. Ah ja. Man hat einfach so viel zu tun in Minecraft. Du kannst einfach. Das wird nie langweilig. Das wird einfach nicht langweilig, dieses Spiel.
So. Erstmal ein paar Sachen ablegen hier. Glas zum Beispiel. Das Glas. Das kommt da oben rein, oder? War doch so. Oder haben wir noch ganz viel Sand? Smooth Sandstone. Ein paar Schippen können wir uns noch machen. Die Flowers, die kommen weg. Genauso wie die Seeds, die brauchen wir auch gerade nicht. Kartoffeln brauchen wir auch nicht. Weil nehmen wir mit, die packen wir drüber rein. Tinte. Kommt natürlich in die Box mit dem wichtigen Zeug, ne, mit dem seltenen, weil Inksex sind ja auch so selten. Gut. Ich war schnell pennen und dann können wir am nächsten Tag hier mal ein bisschen weitermachen mit dem ganzen Dreck. Ein bisschen mit Dreck rumspielen. Ach ja, Portal wollten wir auch noch bauen. Ach, stimmt, wollten wir eigentlich jetzt machen, nachdem wir verzaubert haben. Gut, dann mach ich den Dreck jetzt noch überall hin, so ein bisschen. Schon mal die Felder so, wo die halt hinkommen, so ein bisschen planen. Ich mag es nicht, wenn man jetzt den Sand immer so, diesen Dreck immer so viereckig, irgendwie quadratisch anbringt. Es muss ein bisschen natürlich aussehen, nicht so künstlich. Ups. Ach. Gut. Mal gucken, wo wir den Weg jetzt hochführen. Ich bin ein Stack weg, ey. Es geht echt schnell mit dem Sand. Ich sag mal Sand dazu, das ist Dreck. Dirt. Dirty. Ups. Eigentlich müsste man den jetzt hier so lang führen. Irgendwie. Der kommt hier weg. Ne, warte mal, der kommt hier hin, so, und der kommt hier weg. Kann ja mal ein bisschen von den Stones machen hier. Den gleich mal hier reinpacken. Oh, ich habe richtig Hunger, ich muss gleich eine kurze Aufnahmepause machen. Ich mache dann ja weiter danach, aber ich muss erstmal was essen. Sonst kippe ich hier noch um. Ich habe auch gerade gesehen, dass das Feld in der Mitte, da fehlen dann noch die ganzen ein paar Seeds, die können wir gleich mal einpflanzen. Wenn wir schon mal dabei sind. Obwohl wir gerade eigentlich gar keinen Platz mehr haben für das. Okay, lassen wir erstmal. Hier noch so. Ja. So.
Hier, hier. Oder? Nee. Müsste eigentlich jetzt hier hinkommen. Hier kommt wieder das hin und hier kommt wieder das. Und hier kommt das. Und hier das. Warum mache ich eigentlich das alles mit meiner Hand und nicht mit meiner Schippe? Schon wieder völlig ohne Sinn. So, dann führen wir das erstmal hier hoch irgendwie. Gut, so. Hier noch die beiden, dann kommt da eine Stufe hoch. Dann sind wir erstmal auf der Ebene hier, wo auch alles andere gebaut ist. Das ist immer ganz gut. Hier kommt noch einer hin. Der Weg ist erstmal hinten offen, weil der führt dann garantiert irgendwie noch irgendwann mal da hinten hin zur Mine oder so. Sollen wir mal gucken, wie wir es am besten machen. Auf jeden Fall kommt jetzt hier erstmal noch dazu hin. Vielleicht zählen wir das auch mal ein. Wir könnten ja eigentlich einen Zaun hier hinpacken. Wie würde das aussehen? Ach, das sind alles. Das geht alles auf die Optik jetzt hier. Packe ich auch mal das hin. So, bis hierhin und zack, 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 zack. So, erstmal hier einen Platz frei, da kann man ein bisschen was einsammeln. Der ganze Dreck, der hier rumliegt. Irgendwann kommt hier noch überall Bäumen hin, da pflanzt noch ein paar Blumen, damit alles ein bisschen schöner aussieht, aber erstmal will ich hier die ganze Gras hier weg haben. Das gefällt mir erstmal gar nicht hier. So, jetzt kommt die Stufe hier hin. Hier kommen dann auch noch Laternen hin und so ein Zeug. Machen wir alles noch. Muss ich mal schnell hier ein paar. Zumindest zwei Slabs machen. Was ist echt drin, ne? Genau, Fleisch könnte man noch braten auf jeden Fall. Die Potatoes irgendwas mal ab. Oder? Clean Stone. So, und dann fangen wir echt mal mit dem Feld ein bisschen an. Ich glaube, hier kommt noch das so hin. Und dann geht es hier halt weiter mit dem Vejaida, mit dem Weg weiter. Da muss erstmal wieder ein paar neue Brickstones machen. So. Alles klar, und dann fügt ihn das auch schnell lang irgendwo.